Wir sind hier gerade in der Community und hier latscht aber ein Skelett rum. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja, wir sind hier gerade in der Community und hier latscht aber ein Skelett rum. Ey, zieht euch das mal rein. Hier sind sogar Pfeile von dem Viech. Und Junge, ich chill hier gerade so, weil ich gerade auf hier dem in Skype war, weil der mir Video Bug zeigen will. Und Junge, jetzt steht es hier einfach. Und ich glaube nämlich, dass das ein. Kann man das rumschieben? Lol. Junge, ich glaube nämlich, das ist ein Developer. Nein, Junge, man kann es einfach rumschieben. Lasst es mal probieren in den protecteden Bereich. Ich kann noch nicht mit interagieren. Es hat auch kein Name-Tag oben drüber oder so. Jo, wahrscheinlich dann so auf die YouTuber-Bühne schieben. Hopp auf. Ja. Ich krieg's auf die Bühne. Hopp auf. Junge, das Mitviech. Das Mistviech. Ich will's auf die Bühne kriegen. Hallo. Oh mein Gott, Alter. Junge, das ist zu lustig. Oh mein. Ja. Hallo, jetzt geh doch auf die Bühne. Oder, Junge, das ist irgendwie auch voll scary, ne? Weil es kann ja irgend so ein, keine Ahnung, so für Mystery sein. Skelett, geh auf die Bühne. Und auf einmal läuft sie auf die Bühne. Das wäre richtig so scary. Mann, die ganzen Spieler, warte mal. Ja, es fällt unter Teammitglieder, das heißt... als ob. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass es ein Developer oder so von Labymod ist. Anders, da kann ich mir das nicht erklären. Aber warum schießt es dann hier Pfeile, Junge? Ich kann mal gucken, aber Labymod hatte jetzt auch kein. Ich kann ja mal hier mein Head wieder anmachen, ne? Also Labymod hatte jetzt auch kein Update bekommen oder so. Aber ich frage mich... Doch, gerade schon. Also als ich den PC angemacht habe, schon. Lol, ja, dann hat es wahrscheinlich jetzt dieses Skelett unterstützt. Ey, das ist aber mega cool. Ich finde es so geil an Labymod. Ja, Junge, das kommt einfach in die Protected Zone, als ob, weil das steht hier jetzt, ne? Läuft. Ja, Junge, ich will das. Ich will das darüber bringen. Hopp auf. Schieben wir das Vieh auf die Bühne. Und jetzt kriegst du so einen Chatbann. Es ist so Gomme einfach. Lol, es ist weg. Es ist weg. So, ich komm. Warte. Lol, es ist PvP an. Als ob. Gomme ist wahrscheinlich on. Junge, da war gerade wirklich PvP an. Ohne Scheiß. Junge, was geht jetzt ab? Ohne Warte, Scheiß, es ist schon wieder PvP an. Oh mein Gott, ich was ist das? Warte mal. Jo, also... Junge, wenn ich jetzt so einen übelsten Gomme-Troll aufnehme, das wäre einfach so nice. Lol. Oh mein Gott. Oh Dann bist du aber ein richtiger Glückspilz, dass du direkt da ist on bist. Ist so. Junge, und jetzt sind auch noch ganz viele Mods online. Alter, was geht jetzt ab, Warte, ich komm, ich bin mit meinem zweiten Account drauf. Let's Bug heiße ich da. Leute, ich glaube, das ist wahrscheinlich Ballons oder so. Oder irgendein Admin, der uns trollt. Also Gomme denke ich jetzt mal nicht. Aber... ja, mal gucken. AC-Mod, okay, wenn du Eier hast, ne? Weil. Ich hier gerade, ne? Okay, Digga, ziehst du durch. Amla, Koi. Junge, zieh durch, links. Lauf nach links. Ja. Da muss man aber sneaken. Amla, Koi. Oh, Digga, richtig hart dabei. Richtig hart dabei. Ich zieh durch. Digga, ziehst du durch. Okay, du wurdest gebackt. Aber, Digga, das können wir so durchgehen lassen, oder? Digga, jetzt das war richtig hart, Alter. So, kurze Anmerkung. Wie ihr da oben in dieses G reinkommt, zeige ich euch jetzt in einem Speed-Tutorial. Das Videomaterial 2016. So. Also, wenn ihr vom Spawn so kommt, dann latscht ihr erstmal geradeaus. So, da können wir links oder rechts. Wir gehen jetzt einfach mal rechts lang hier auf ab. Dann macht ihr eine 180. Dann geht ihr hier hoch, macht ein bisschen das Jump and Run. So, und wenn wir dann hier auf dem Dach gleich sind, also so kommt man übrigens auch aufs Dach. So, der IP, Full LP, ja, ist so. Es ist einfach so. Andrew. So, dann gehen wir hier lang. So, da hinten ist schon ein Spieler, ein süßer Spieler, hallo. und dann gehen wir hier an die Kante, springen hier runter. Und jetzt kommt nämlich das Knifflige, weil ich wollte das auch mal machen, ne? Aber ich hab's nie hinbekommen. Nämlich müsst ihr einmal zurück und dann nach vorne gehen, ne? Und nicht nach hinten ohne springen. Also ihr müsst da springen und dann halt reingehen. Und dann sind wir hier in diesem Gommeteil. Und so, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Werner, würde ich mich wie immer bei einer positiven Wertung freuen. Und es ist jetzt so, dass ich glaube, das passiert.
passiert jetzt eh nichts mehr. Und ja, wenn ja, wenn ich es jetzt beim Schneiden mitkriege, dass hier irgendwas passiert, nehme ich aber wieder auf. Ich glaube, das war jetzt einfach nur so ein Test mit NPCs, weil das war, glaube ich, ein NPC. Ich hätte vielleicht auch hier alle Spieler mal ausmachen können, um es zu testen, ne? Aber ja, vielleicht schlafen hier mal irgendwann NPCs rum. Es wäre auf jeden Fall cool, so Gomme-NPC, dann müsste der nicht immer online sein für ein Screenshot. Und man müsste keine 40 Minuten warten, ne? Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!